Jawohl, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Cosmonautica. Und dann machen wir weiter, denn wir waren ja hier dabei, ja noch ein bisschen zu handeln. Und ich habe hier noch entdeckt, wir könnten noch Kaffee mitnehmen. Das ist hier nämlich auf Maximum voll und ja, wird hier eh exportiert sozusagen. Kaufen wir mal noch mit ein, so viel wie es noch geht, also was der Frachtraum halt hergibt. Also, kostet uns nochmal 4.016, das nehmen wir dann mit. Da haben wir jetzt die verschiedenen Sachen hier an Bord. Einmal Kaffee, Roboter und auch künstliche DNS haben wir mit dabei. Okay. Ja, Frachtraum ist voll, können wir uns auf den Weg machen. Und ach ja, ich wollte eigentlich mal gucken wegen einer Pilotin, oder einem Pilot, das fiel mir gerade noch mit ein. Sanitäter, Reiniger, Forscher. Nee, ich hätte gern eine Pilotin oder ein Pilot. Wie auch immer. Der kann hacken. Und ist nicht schlecht. Aber ist kein Pilot. Wir hätten gern einen Pilot. Nutze die Suchfunktion am Ende der Liste, um nach einem bestimmten Profil zu suchen. Gegen Gebühr. Jawohl. So, na denn, Suche starten. So, da haben wir drei neue im Angebot. Okay, das ist ein Schütze. Ist keine Pilotin. Ist auch keine Pilotin. Okay, also haben wir nur eigentlich die eine zur Auswahl. Die Frage ist, ob sie sich mit unseren anderen Leuten versteht. Ich glaube ja fast nicht. Na, wir werden mal gucken. Wir hören sie mal. Der ist aber teuer zum Anhören. Oder tun wir lieber noch drauf verzichten? Also das schreckt mich gerade so ein bisschen ab hier, der Preis. Ich glaube, wir verzichten mal noch drauf und wir geben dafür ihm hier die Aufgabe, Moment, dass er nicht ganz so viel fliegen muss. Und vielleicht kriegen wir das ja trotzdem irgendwie hin, dass wir dann immer auch trotzdem am Ziel ankommen. Das muss ja auch möglich sein, denke ich. So, da können wir die eigentlich hier alle mal eins verschieben. Ich weiß zwar nicht, was das dann bringt im Endeffekt, aber wir machen es einfach mal, weil wir es können. So. Jetzt habe ich schon vergessen, was wir an Bord haben. Kaffee, Roboter und künstliche DNS. Okay. Kaffee, Roboter und künstliche DNS. Und wo sind wir denn? Hier oben, glaube ich. So, da könnten wir hierhin fliegen. Zeigt mal her, was ihr braucht. Ihr importiert Kaffee. Okay. Roboter und künstliche DNS. Okay. Habt ihr alles nicht in der Liste drin, aber das könnten wir sozusagen dort bei euch verkaufen. Deswegen werden wir mal nach Kongenium fliegen. Ich hoffe, das zählt noch zum inneren Ring. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen weiter, ein Ticken weiter außen. Aber ja, wir schauen mal, ob es noch zum inneren Ring gehört. Wir traveln mal dorthin. Mr. Akibai hat wahrscheinlich schon den Zoll bestochen, nachsichtig zu sein. Ja, nachsichtig zu sein. Trotzdem, hacken will gelernt sein. Denken Sie daran, ein Hackerraum ist eine mächtige Einrichtung für Schmuggel und bei Weltraumkämpfen. Okay. Ja, das haben wir ja schon festgestellt in der letzten Folge. Da wurden wir ja gehackt oder es wurde zumindest der Versuch gestartet, uns zu hacken. Und deswegen, wir werden das natürlich dann kurz oder lang natürlich dann auch erforschen. Allerdings brauchen wir langsam auch mal ein größeres Schiff oder mehr Raum oder ich weiß gar nicht, wie das denn hier funktioniert. Ja, Forschung ist fertig. Wunderbar. Dann gehen wir mal direkt zur Forschungseinrichtung. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt gerade erforscht hatten. Ach, ich glaube, das war das hier, dass die uns schlechter scannen können. Genau. So, wenn wir jetzt hier reinschauen wollten. Okay, was ist das denn jetzt hier? Erhöht Reichweite und Schaden von Kugeln. Okay. Verdoppelt die Menge an Kugeln pro Schuss. Was bist du denn hier? Lager für einen Schützen, aus dem verschiedene Munitionstypen nachgeladen werden können. Das sollten wir alles mal erforschen, so im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Wollen wir uns für Kämpfe bereit machen? Was ist das hier? Ermöglicht es einem Schützen, einen Lenktorpedo abzufeuern. Oh, auch nicht schlecht. Das hier ist aber die ganz normale. Okay, hintereinander abzufeuern. Okay, ermöglicht es einem Schützen automatisch zu zielen und mehrere Kugeln hintereinander. Sollten wir das erstmal erforschen, denke ich mal. Wir gehen mal auf Start. Und ja, wählen das erstmal aus und dann hier wieder auf schnell. So, die Lager sind gerammelt voll. Ansonsten hier, ja, findet der ganz normale Alltag statt sozusagen. Ich hoffe, wir kommen hier. Der hat Bedürfnis nach Hygiene. Ja, da müssen wir eigentlich auch mal reinschauen, wie wir das Hygienebedürfnis erfüllen können. Das ist natürlich sonst nicht ganz so schön für ihn, wenn der halt stinkt ohne Ende. Und für die andere Crew ist es vielleicht auch nicht ganz so schön. Also, ja, schauen wir mal. So.
Kaffee können wir hier verkaufen. Aber nicht alles. Schade. Oder doch? Doch, wir sind alles losgefahren. Wunderbar. Okay, Roboter können wir hier auch verkaufen. Machen wir nochmal 2987 Gewinn. Na wunderbar. Und die DNS werden wir auch los für 2000 gewinnen. Da haben wir schon 38.000 auf dem Konto. Und wir müssten mal eigentlich ganz dringend eine Werft anfliegen, dass wir mal gucken können. Dass wir mal gucken können, ja, nach einem neuen Schiff oder sowas. Hier können wir jetzt auch gar nichts mitnehmen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber dafür haben wir halt ordentlich Kohle gemacht. Na gut, dann suchen wir mal direkt, wo sind wir jetzt? Ich glaube da. Dann suchen wir mal direkt eine Station, wo wir auch, ja, zum Beispiel eine Schiffswerft haben, wie hier zum Beispiel. Und die dann auch ein bisschen was exportieren kann. Künstlergilde und Bücher können wir dann hier mitnehmen. Das passt eigentlich ganz gut. 3,7 Tage sind dann auch schnell rum. Da fliegen wir nach Svoin. So, ab geht's. Und Zeitbeschleunigung rein. Und dann sind die Lager auch leer. Jawohl, sind alles losgeworden. Die Frage ist natürlich, haben wir jetzt noch diesen Auftrag? Wo müssen wir denn dazu hin? Besorge eine Probe Zongrian Bladderbalm auf Svoin. Achso, da sind wir direkt richtig. Besorge eine kleine Menge Krassonolium auf Mikroboto. Okay. Schmuggle beide Zutaten nach Plemplem. Und triff Saphros Akibai. Okay. Ja, wir müssen mal gucken, wo das dann ist. Wenn ein Crewmitglied voller Arbeitseifer... Ja, das haben wir doch schon öfters gehabt. So. Sind wir gleich da? Ja. Akibai hat die Quelle für den Zongrian Blatterbalm im Voraus bezahlt. Er wurde auf ihr Schiff geladen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Großartig, danke. Das war jetzt gar nicht unser Ziel. Nicht zu danken, mein Captain. Unser nächster Stopp ist Mikroboto. Wir sollten... X. Captain hat Stress. Captain sollte sich in Lieblingsparks... erspaßen und nie wieder kehren. Danach Hicks. Nipst. Was habe ich gesagt? Ich schäme mich. Bitte entschuldigen Sie meine Unangemessenheit. Was geht hier vor? Lass Captain in Ruhe. Ich sein neuer Komfort und Kommandant für Crew aus kleinen Käfern. Ja, achten Sie auf Ihre Grammatik. Oh nein, ich befürchte, dass die letzte Aktualisierung der Grund für die lästigen Fehler ist. Das muss ich mir anschauen. Allerdings... Na, ich hoffe mal, dass der nicht durchdreht. So, wir sind hier bei der Schiffswerft angekommen. Und können wir denn hier auch was machen? Ach du, grüne Neune. Ui, hier gibt es ja richtig coole Schiffe noch. Alter, was es hier für Möglichkeiten noch gibt. 588.000 kostet hier das teuerste. Und ist vielleicht noch nicht mal das teuerste im Spiel. Vielleicht gibt es ja in anderen Schiffswerften noch andere. Das kann natürlich sein. Tja. Das ist dann doppelt so hoch, glaube ich. Also es hat eine Ebene mehr hier als unser aktuelles. Eigentlich wäre das dann das nächste Ziel. Jetzt brauchen wir 91.500. Wo sollen wir denn die ganze Kohle hernehmen? Das ist ja der Wahnsinn. So, wir kaufen hier erstmal fleißig ein. Und Bücher nehmen wir auch mit. Die sind auch noch relativ günstig hier. So, hätten wir beides. Da ist unser Lager auch wieder voll. Was haben wir denn hier? Huraptis ist krank. Und wer ist denn Huraptis? Ah, okay. Er macht gerade Wellness. Okay. Ja. Aber scheint nicht mal krank zu sein. Also ist, glaube ich, eine veraltete Meldung. So, wir haben jetzt Bücher und Kunst an Bord. Und sollen... Ja, jetzt habe ich schon vergessen, wo wir hinfliegen sollen. Mission. Besorge bla 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 in Mikroboto. Ja, wo ist denn Mikroboto? Ach da. Da wäre Mikroboto. Wären wir denn da auch unsere Fracht gleich los? Jawohl, das würde ganz gut passen. Da traveln wir natürlich erstmal dahin. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht erwischt werden, weil wir haben ja schon unerlaubte Fracht jetzt an Bord. Was ich nicht ganz so cool finde eigentlich. Ey, und hier müssen wir uns kümmern. Wie kriegen wir denn das runter? Das müssen wir doch bestimmt irgendwie erforschen können, so einen Raum. Das muss ja hier bei Wohnen vielleicht irgendwo mit dabei sein. Warte mal, ich hoffe, wir haben genug Glück, um diese Zollinspektor zu täuschen. Früher oder später werden diese illegalen Güter... Hicks, nicht schon wieder. Früher oder später wirst du gewandelt in Schleim aus Kohlenstoff. Hör auf.
Captain, ich bin nicht ich selbst. Ich kann nicht etwas X. Benimm dich, Papagei. Papagei sei mein. Um Macht zu erlangen, verneige dich, Captain, mit runtergelassenen Hosen. Was für Hosen? Wie, was für Hosen? Ich hoffe, wir haben Hosen an. Muss neu starten. Polly möchte Keks. Zum Hilfe, irgendjemand. Setze unsere Mission fort. Neustart eingeleitet. Das werde ich. Ja. Wurden wir jetzt erwischt? Ich hoffe nicht. Ich hatte hier gerade was entdeckt. Was ist das denn hier? Befriedigt Toilettenbedürfnisse effizienter? Befriedigt Unterhaltungsbedürfnisse? Ei, das ist ja was Nettes. Ich glaube, das sollten wir mal als nächstes erforschen. Aber es muss ja hier irgendwo die Möglichkeit geben, dass die sich duschen können. Huch, was ist jetzt passiert? Überlagerung. Wie es scheint, wartet die Krassanolium-Ladung bereits auf uns. Wir sind also bereit. Reibungslos, jawohl. Übrigens, der Neustart ist beendet, Captain. Ich habe jedoch bösartige Subroutinen in verschiedenen meiner Arrays erfasst. Offensichtlich. Dieser mysteriöse Container hat etwas damit zu tun. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Lassen Sie uns aufspringen. Wir müssen es durchziehen. Obwohl der Container ein Risiko darstellt, müssen wir ihn behalten. Vielleicht hat Akribai eine Idee, wie man mit der ganzen Situation umgehen könnte. Okay. Aus Sicherheits- und Vernunftsgründen schalte ich mich für eine Weile ab, bis unsere Ankunft auf Plemplem. Wären Sie schnell wieder gesund. Ruhezustand aktiviert. Check. So. Oh, was ist denn jetzt hier? Oh, Snap, our ship has been tagged for inspection. We carry 3 cargos units of potential illegal material. Smuggle Detector. 53 Polizist. Change of success. Ja, was soll ich denn jetzt hier drücken? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier drücken soll. Ob ich hier überhaupt was drücken kann. Ach hier, got something to declare? No, sir. Oh, look, my wallet dropped. Scanning results negativ. Okay, no illegal cargo was found. Have a nice fly. Huh, Schwein gehabt. Have a nice day. Cool, haben wir nochmal gerade so gepackt. Ich wollte hier gerade mal gucken, wegen Duschen und sowas. Was ist das denn hier? Ermöglicht es, einem Wissenschaftler Forschung durchzuführen. Okay, das ist nicht das, was wir suchen. Ich dachte, das hier muss es doch irgendwo duschen gehen. Oder sowas in der Art zumindest, dass die sich... Wir sind doch hier auf Wohnen gegangen eigentlich. Zeig mal, was haben wir denn hier? Das ist Schlafbedürfnis. Das ist im Grunde genommen eine Kabine. Bis zu 2 Crewmitglieder zeitlich. Ja, das nützt ja nichts. Es war eine schöne Kabine, aber im Grunde genommen, wir wollen ja eigentlich eine Dusche haben oder sowas. Toilettenbedürfnis, Unterhaltungsbedürfnis auf der Toilette, okay. Befriedigt Hygienebedürfnis, genau das wollen wir oder brauchen wir. Dazu müssen wir das erstmal erforschen. Okay, aber wir sind hier noch dabei, was zu erforschen. Na gut, da warten wir mal noch. Aber da wissen wir zumindest, was wir als nächstes ja, erforschen müssen. So, wir verkaufen erstmal unsere Fracht, dass wir erstmal wieder ein bisschen Kohle bekommen. Jawohl. Und hier auch noch. Wunderbar. Und haben wir noch irgendwas an Bord? Nein. Okay. Sehr gut. Die exportieren Müll und Holz, aber das nutzt uns beides jetzt nicht so wirklich was. Wir haben aber die geforderte Fracht an Bord. Wir haben 43.900 aktuell in der Kasse. Ja, jetzt müssen wir laut der Mission erstmal weiterfliegen nach Plemplem. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt direkt machen will, aber ja, sollten wir eigentlich. Wir sollten das jetzt schnell loswerden. Wo ist denn Plemplem? Haben wir hier irgendwo Plemplem? Plemplem. Ja, ich vermute ja... Ah, nee, das ist bestimmt im äußeren Ring, oder? Ich sehe hier kein Plemplem. Mist, das ist im äußeren Ring. Ey, das ist nicht gut. Wir sind auch noch gar nicht vorbereitet für den äußeren Ring. Mist. Ganz großer Mist. Ganz großer Mist. Denn wir laufen natürlich Gefahr, immer wieder durchsucht, kontrolliert zu werden. Tja, Nicht gut. Das sollten wir schnelligst erforschen. Können wir denn irgendwo hinfliegen? Swoin wäre eine Möglichkeit.
Da haben wir die Schiffswerft auch wieder. Aber da waren wir ja gerade eigentlich. Von dort sind wir ja gekommen. Was ist das hier? Okay, irgendwas, was nicht so lange dauert von der Reise her. Und wo wir vielleicht ein bisschen was mitnehmen können. Hier DNS und Roboter können wir bei Frohlich mitnehmen. Coole Namen haben die hier. So, wir starten mal den Flug. Und dann hoffen wir mal, dass die Forschung schnell vorübergeht. Dass wir dann ja diesen äußeren Ring erstmal erforschen können. So, seid ihr ja kräftig dabei, Leute? Ja, hier legt sie los, beginnt ihre Schicht. Jetzt müsste sie gleich Feierabend haben, dann müsste er hochkommen. Genau, und macht er weiter. Okay. Jep, Forschung abgeschlossen, wunderbar. Und dann sollten wir hier mal das ganz schnell erforschen. So. Das macht er jetzt auch schon, ja, genau. Ey, das hätten wir halt doch vorher machen sollen. Also, das hat er ja irgendwie mal angekündigt, der Vogel, der Nil, dass wir das machen sollen. Aber ich habe es noch nicht ganz für voll genommen. Jetzt fliegen wir quasi mit dieser geschmuggelten Fracht hier umher. Ey, nicht gut, nicht gut. Ja, schon wieder, ja. No, Sir. 66% nur? Negativ. Okay, have a nice day. Ui, ui. Das ist ja nicht gut. Aber wir können hier ein bisschen was mitnehmen. Wir kaufen hier mal ein. Und zwar die gesamte Kunst. Die wird doch hier exportiert, oder? Weil hier kein Exportsymbol oben drauf ist. Nee, die wird hier nicht exportiert. Die lagert hier irgendwie. Aber die DNS wird definitiv exportiert. Die holen wir uns. Kaffee würde auch exportiert werden. Ansonsten aber auch Roboter. Und da tendiere ich ja fast dazu, die Roboter mitzunehmen. Ja, die holen wir uns und dann haben wir noch immer ein bisschen Platz. Da können wir nochmal Kaffee holen und nehmen den auch nochmal mit. So, da haben wir unser Lager nämlich voll und dann haben wir vielleicht eine möglichst effektive Tour jetzt hier vor uns. DNS, Kaffee und Roboter wollen wir loswerden. Ja, wir fliegen schon mal wieder so ein bisschen nach außerhalb, würde ich meinen. Waren wir jetzt hier gerade bei Mikroboto? Ja, wir waren bei Mikroboto. Dann fliegen wir mal hier hin. Das würde ganz gut passen, weil die importieren Kaffee und Roboter und die DNS werden wir hier bestimmt auch noch los. Genau, da fliegen wir nach Herplex. Ich hoffe, das geht gut, weil da ist schon wieder so ein dunkles Schiff hier. Ich glaube, das sind die, die nicht ganz so nett sind. So, na dann schauen wir mal. Der Cocktailbot auf der Station hatte eine Fehlfunktion und fing an, gratis Drinks zu verteilen. Gummy McGenom hat sich tierisch besoffen und anschließend auf dem Schiff ein paar Räume beschädigt. Wie können Sie es? Ja. Na super, aber wir haben ja jemand dabei, der reparieren kann, also es wird schon passen. So, sind wir denn bald mal hoffentlich fertig mit der Erforschung hier? Ah, es dauert noch. Beeilt euch mal hier, dass wir den äußeren Ring freischalten. Ich sehe sonst schwarz dafür. Und ich hoffe, dass wir jetzt die ganze Fracht auch loswerden dort. Würde uns auf jeden Fall einen Haufen Kohle bescheren. Und ja, das müssen wir ja auch noch erforschen. Wir haben so viel zu machen. Der stinkt hier fröhlich vor sich hin. Das muss doch für die Crew nervig sein. Ja, keine Ahnung. So. Und wir brauchen dringend halt ein größeres Schiff. Das reicht ja nicht mehr aus hier, was wir haben. Das ist ja viel, viel zu klein. So, aber sie sind gleich da zumindest. Forschung ist irgendwie immer noch nicht fertig. Ah, es dauert alles so lange. 59% Chance entdeckt zu werden. Oder nicht entdeckt zu werden. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Tretband. Nein, 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 nein. Nein, nein. Jetzt haben wir die Güter auch nicht mehr an Bord, oder? Scheiße. Ja, unser Lager ist noch voll. Das nützt uns jetzt aber nur halb so viel. Wir haben 15 Tage Verbot, dort zu landen. Ach du Kacke. Müssen wir die jetzt nochmal abholen? Oder haben wir die noch irgendwie Notmission? Ne, wir haben es irgendwie noch an Bord. Also, ist ja auch merkwürdig. Wir wurden erwischt, aber weggenommen haben sie es uns nicht. Okay, wir haben nur ein Trade-Ban. Und mussten eine Strafe zahlen dafür. Das ist nicht gut. Na gut, da fliegen wir rüber und ja, hoffen, dass das jetzt langsamer freigeschaltet ist, dass wir diese Schmuggelware langsam mal loswerden. Endlich, ja, zum Forschungslabor gehen. Wunderbar. Das wird auch Zeit. Wobei ich da noch nicht weiß, ob ich da wirklich scharf drauf bin, dahin zu fliegen.
So, ich wollte die Dusche. Ist das hier die Dusche? Ich wollte die Dusche, glaube ich, erforschen. Genau. Alter, wie viel wir dafür auch noch erforschen müssen. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Müssen wir machen. Sonst wird der auch immer unzufrieden, ne? Also der Typ hier. Und Hygienebedürfnis ist, glaube ich, ein recht hohes, was halt die anderen auch bekommen würden, wenn wir sie dann aufleveln ließen. Und deswegen sollten wir damit vielleicht nicht zu lange warten. Und wir brauchen eigentlich noch einen besseren Antrieb, dass wir besser flüchten können. Auch das sollten wir machen. Ach, wir haben so viel zu tun hier eigentlich. Und der ist schon wieder krank. Tja. Na, schauen wir mal, wie wir das alles auf die Reihe kriegen. Gegner im Anflug. Wo ging das? Wir konnten irgendwo fliehen. Fliehen. Und los, ab geht's. Können wir hier irgendwie draufklicken? Anzahl der Hacker 2, akkumulierte Fähigkeiten 0,7. Mist, wir werden. Können wir die anrufen? Hi. Was passiert denn da? Tja, das sieht nicht ganz gut für Sie. Was? Tja, das sieht nicht gut aus für Sie, was? Nutzen wir diese Tendenz als Gelegenheit, über Ihr Angebot nachzudenken. Nun mal sehen. Kommt nicht in Frage. Tschüss. Verdammt, es hätte so leicht sein können. Ja, verdammt. Wir probieren es mit der Flucht. Wir sind, glaube ich, ein bisschen schneller. Jawohl. Ich gebe doch hier keine Kohle aus. So, haben wir noch den. Ja, haben wir noch. Sind auch gleich da. No, Sir. Wir haben nichts dabei. Guckt nicht so genau. Ja, have a nice day. So, das wird nämlich sonst teuer auf Dauer, wenn wir hier die ganzen Sachen immer ja, nicht verkaufen können und keinen Handel weiter treiben können. So, das wird auch verkauft und den S verkaufen wir auch noch. Wunderbar. Da haben wir 49.000. Ja, ich glaube, das ist jetzt so ein Plus-Minus-Null-Geschäft gewesen im Endeffekt. Ich glaube, 48.000 hatten wir so im Vorfeld. Gut, exportiert ihr irgendwas? Wasser exportiert ihr und Waffen. Na, die Waffen nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Wasser, ja, können wir auch mitnehmen. Vielleicht können wir es ja irgendwo loswerden. Ist halt relativ günstig und besser, als wenn wir nichts mitnehmen. Denke ich mal so. Da ist unser Frachtraum zumindest voll. So, jetzt sollen wir nach Plemplem war es, glaube ich, oder? Genau, wir sollen nach Plemplem. Ich hoffe, das kriegen wir auf die Reihe. Da ist nämlich Plemplem. Drückt uns die Daumen. Wobei, ich sehe gerade auf die Zeit. Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, also ob wir dabei erwischt werden oder nicht, das werden wir uns halt, wie gesagt, in der nächsten Folge ansehen. Ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Zuschauen von euch oder bei euch und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und dann bis morgen wieder, ne? Ciao, ciao.